Bei diesen drei Sternzeichen klopft im November 2022 die Vergangenheit an. Klopft bei dir in den kommenden Wochen die Vergangenheit an? Ein paar Sternzeichen müssen sich im November 2022 mit ihrer Vergangenheit herumschlagen, ob sie es wollen oder nicht. Eigentlich sollten wir die Vergangenheit hinter uns lassen, damit wir im Hier und Jetzt leben können, aber manchmal kommt sie einfach in unsere Gegenwart und holt uns ein. Es ist nicht immer unbedingt etwas Schlechtes, wenn wir von unserer Vergangenheit eingeholt werden. Manchmal bringt sie uns auch etwas Gutes. Oft bedeutet es für uns, dass es noch ein Thema gibt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, weil wir damit noch nicht richtig abgeschlossen haben. Oder das Universum möchte uns helfen, aus unseren alten Fehlern zu lernen und die Dinge nun richtig zu machen. Bei diesen drei Sternzeichen klopft in diesem Monat die Vergangenheit an. Wassermann. Die Vergangenheit könnte dich diesen Monat einholen und das bereitet dir Kopfschmerzen. Vielleicht spielst du schon länger mit dem Gedanken, dich mit jemandem aus deiner Vergangenheit zu versöhnen. Lange Zeit hast du dich gefragt, was wäre, wenn? Und diese Frage ist dir eine Weile im Kopf geblieben. Aber du hast dir immer wieder eingeredet, dass es ein schwerer Fehler wäre, zu deiner alten Beziehung zurückzukehren und deinem Ex noch eine Chance zu geben. Eigentlich hattest du diesen Gedanken aus deinem Kopf verbannt und dachtest, das Thema sei damit endgültig abgeschlossen. Trotzdem denkst du jetzt mehr darüber nach, als wären all die schlechten Erinnerungen ein bisschen verblasst und was übrig geblieben ist, sind die guten Dinge. Es ist, als könntest du endlich hinter all das negative Verhalten sehen und verstehen, woher es kommt. Du hast das Gefühl, dass deine frühere Beziehung nicht mehr allzu sinnlos erscheint und fühlst dich motiviert, die Probleme anzugehen, mit denen du damals konfrontiert warst. Und jetzt sieht er wieder aus wie der Held eines Liebesromans. Ist das wirklich eine gute Idee? Willst du diese Person wirklich wieder in deinem Leben haben? Du fühlst dich vielleicht dumm, aber du musst tun, was du tun musst. Nur so kannst du sicher sein, dass du deine Chance nicht verpasst. Willst du es versuchen? Dann versuche es. Folge deinem Gefühl, denn vielleicht bringt es dich dahin, wo du schon immer sein wolltest. Vielleicht liegst du gar nicht falsch, sondern genau richtig. Wenn du es nicht ausprobierst, wirst du es nie herausfinden. Krebs. Du bist dabei, dich mit einem Ex zu versöhnen und du wirst nicht glauben, wie schnell das geht. Es wird sich wie ein manifestierter Gedanke anfühlen. Eines Tages wirst du an diese Person denken und praktisch innerhalb von Minuten wird sich diese Person irgendwie bei dir melden und du wirst vor Freude hüpfen. Du erkennst eine gute Gelegenheit, wenn du eine siehst. So hast du auch diesmal den richtigen Riecher und kannst dir sicher sein, dass du das Richtige tust. Die Art und Weise, wie diese Person plötzlich in dein Leben zurückkehrt, ist ein wahres Zeichen dafür, dass ihr zusammen sein sollt. Auf jeden Fall wirst du diesen Monat dazu herausgefordert, deine Komfortzone zu verlassen und Pläne zu schmieden, was du in deiner Beziehung erschaffen möchtest. Aber du solltest vorsichtig sein, auch wenn du es gewohnt bist, impulsiver mit Dingen umzugehen, bedeutet das nicht, dass dies immer der richtige Weg ist. Streite mit Bedacht fort, insbesondere wenn du gute Ergebnisse erzielen möchtest. Nutze die Energie des kommenden Monats, um Klarheit darüber zu gewinnen, was du akzeptierst und was du erschaffst, und sei bereit, dich zu verändern. Fakt ist, ihr beide habt euch verändert und weiterentwickelt. Und das könnte euch zugutekommen und helfen, die Dinge diesmal richtig zu machen. Die Chancen stehen gut, dass ihr für eine Weile glücklich miteinander sein könntet. Die Frage ist nur, wie lange das anhält. Wird diese Versöhnung dir wirklich alles bringen, was du willst? Nun, das bleibt abzuwarten, aber eines ist sicher. Du wirst total überrascht sein, wie einfach sich die Dinge plötzlich anfühlen. Schütze. Die Versöhnung mit einem Ex wird dir in diesem Monat sicher in den Sinn kommen, aber nicht als dauerhafte Beziehung.
Du willst die Freundschaft zurück, die du einst mit diesem Menschen hattest. Du oder er könnte gerade mit jemand anderem zusammen sein und dein Wunsch, dich mit deinem Ex zu versöhnen, muss nicht unbedingt eine romantische Sache sein. Vielmehr vermisst du die guten Gespräche mit ihm. Das hat dich schon immer verbunden. Man versteht sich einfach. Es könnte sein, dass du den ersten Schritt machst und zu ihm zurückkehren möchtest. Tu es, weil du nichts zu verlieren hast. Wenn es sich anfühlt, als wäre die Verbindung verblasst oder einfach nicht so tief, wie du möchtest, versuche dich daran zu erinnern, dass du dich öffnen musst, um dies zu erreichen. Geh nicht ohne Plan an die Sache heran, sondern überlege dir jeden Schritt genau. Das bedeutet, zuerst zu wissen, wovon du mehr in deiner Beziehung aufbauen möchtest und dann die entsprechenden Schritte zu unternehmen. Es ist wichtig, dass du ihn wissen lässt, wie du dich wirklich fühlst und deine Absichten transparent darstellst. Du wirst dich dieses Mal darum bemühen, die Dinge anders zu machen. Vergiss nur nicht, die Arbeit beizubehalten. Es lohnt sich am Ende für beide. Sollten sich Außenstehende in diese Angelegenheit einmischen, lasse dich nicht von ihren Kommentaren und Befürchtungen beeinflussen. Sie wissen es nicht besser und könnten mit ihrer negativen Energie alles für dich ruinieren. Höre auf dein Herz und vertraue ihm.